Du bist alleine geflogen nach 2 Minuten. Also ja, aber alle, ja, jeder, wir sind doch alle. Ja, aber ihr seid wirklich jetzt über dem Durchschnitt, das muss man jetzt mal sagen. Und mit dem Unterschied, dass du Vierter bei Seven vs. Wilds wurdest. Kann ich bestätigen, über dem Durchschnitt. Talentschweine. Aber ey, was für Vierter? Spinnst du oder was? Also jetzt Vierter ist immer noch Joris. Ach, ja. Du Wer wurde ein Vierter bei Seven? Er hat es mir zweimal gesagt. Otto. Ich war doch, nee, ich bin vorher raus, deswegen, warte mal, ich bin am zweiten Tag du bist, raus. Nee, du bist ja raus. Zählt dann ja nicht. Familie geht vor. Fritz hatte Bein gebrochen, Ey, Beste war... Bei dir kam der Kippencontainer, der angespült wurde, mit 6 Milliarden Kippen drin. Aber der beste Code Red war einfach Sascha, diese Inszenierung, ne? Boah, Alter. Das hast du mir gar nicht erzählt. 5 Helikopter. Alter, 5 Helis. Notfall Militär eingeschaltet, weil sie gedacht haben, da ist hier Drogenmacht. Krank. Das war ernst gemeint. Und dann ab nach Panama. Als du das erzählt hast, klang das so, als wenn du irgendwas philosophierst oder irgendwas zusammen... Was am lustigsten war, wie Sabrinas Ex... Sie besucht auf der Insel. Ja, Alter, er kommt auf, ich will dich zurück. Ja. Es läuft wirklich, my heart will go on. Der hat eine Box dabei, JBL. Ich hab, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin gespannt, wie die das jetzt reinschneiden. Ne? Ob Fritz das wirklich jetzt so drin haben möchte oder ob er jetzt dann sagt, nee, lieber ein bisschen kaschieren. Die hat auf jeden Fall Material. Sascha war halt echt krass, weil da war halt, bei ihm war in den Mangroven, haben wir ja gesehen. Und da war so eine Kolonie von Krokodilen, so 200. Und dann muss das Militär mit Napalm, kennst du den Film, Vietnam-Filme. Und du siehst nur den Sascha Rauch, hinter ihm die ganzen Krokodile und dann mit Napalm alles runter. Ich hoffe, die schneiden ist gut. Ne? Ja. Weil Apokalypse Now. So sah das aus, und Sascha. Also Alter, und das weißt du, ja, filmtechnisch ist das super geil. Ab der nächsten Folge sieht man dann, wie ich mich von einem Wahlkadaver ernähre. Boah, ja. Alter, das war reingekrochen als Höhle. Ja, das war eine neue Behausung und war schön. War ein bisschen stinkig, aber warm. Warm, ja. Man hat es noch 3-4 Wochen, nachdem du da fertig wurdest und dann halt Fünfter geworden bist. Das hat man es noch gerochen. Also, das ist halt krass, was so Kadaver eigentlich anrichten können, nachdem man sie gegessen hat. Ja, gut. Wunderbare Erfahrung. Ja. Am Anfang meintest du noch, ja, du weißt nicht, ob du einen Fisch angelst, am Ende frisst du da die Kadaver weg. Nö. Hat er gesagt, dann ist wie Thunfisch aus der Dose. So, nicht anders. Ja. Es ist nicht anders, wirklich. Aber warte mal, hast du nicht Seven vs. Wild gewonnen? Nee, nein, du hast gewonnen. Was ist er? Du hast 6 Punkte mehr wie ich. Oder? Ich habe versagt bei dieser Krokodiljagd-Challenge, wo du gesagt hast, Krokodil packe ich mir 2. Ich hatte nur 1 gefangen, du 2. Ja, aber das war aber auch schwach. Also, ja, gut, verstehe ich gar nicht. Ja gut, aber es die Anzahl zählte, nicht die Größe. Oder 2 mit 4 Meter, glaube ich, waren die. Ne? Bei mir war nur 1 mit 6 Meter. Zählt deine mehr. 4 plus 4 sind 8 Meter. Oh, wartet mal ab. Ja, die Challenge kommt jetzt gleich am Mittwoch in der Folge, ne? Ja. Fange ein Krokodil. Das war lustig. Ja, ja. Die sind nur so weggeflitzert. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es wirklich 5 von 7 schaffen, ne? Nee, das stimmt. Das ist schon... Das wie Nova auf dem Ding geritten ist, unvergesslich. Ja, gut, die ist halt eine Wikingerfrau, ne? Muss man auch sagen. Unfassbar. Und die ist, was ist die? 2,6 Meter groß? 2,6 Meter, das ist Krokodil, ja. Die Flucht da gerade. Ja. Haben wir jetzt schon gesehen, der Hai, der davor gesprochen ist. Aber das ist wahr und kann ja nicht so ein kleiner Hai. Dann haben viele bei mir im Chat geschrieben, als man den Hai gesehen hat, haben viele im Chat gesagt, die machen doch nichts. Aber wir alle Menschen, wir sind erstmal verunsichert. Eine Nova oder ich, pass auf, wir sind jetzt nicht Robert Mark Lehmann. Und keiner wird sagen, oh, da gehe ich jetzt aber mal. Ich guck mir den mal genau an, wenn du alleine auf einer Insel bist. Man hat ein mulmiges Gefühl. Ja, aber deswegen habe ich auch gesagt, nimm eine Machete mit. Weil du hast den Vorteil, du hältst die Machete vor dich. Wenn der Hai dich angreift, teilt er sich genau in der Mitte durch und du kannst weiterschwimmen ganz normal. Dann hast du halt 2 saubere Filetstücke da liegen. Stimmt. Weißt du, dann muss man schlafen. Bei Fritz wird es nicht witzig gehen, weil der hat eine stumpfe Machete gehabt, weißt du? Da wird der Hai dann so gegengeschwommen. Eins noch zur Diskussion. Gibt es auch große, viel diskutiert gerade. Zu welcher Spot ist schwieriger? Fritz oder Otto? Welchen Spot, sagen wir mal, welchen Spot findest du am besten? Ja. Welchen Spot von uns findest du am allerschlechtesten? Also am schlechtesten kann ich sagen, den von Sascha. Warum? Weil der keinen Flair hat. Der hat keine Stimmung. Nee, ja. Da ist keine Stimmung. Und ich finde zum Beispiel, am meisten Stimmung hat tatsächlich der von Joris. Weil diese Riesenbäume, diese Wald von Grün dahinter, eine Süßwasserquelle, ja, der hat keine Kokospalme, aber diese anderen Früchte, die man essen konnte, aber vom Flair her finde ich sein, mit diesem Riesenbaum in der Mitte, diese runden Kiesel, aber auch, mega einladend. Auch wenn du bei Nova hinten reingehst, dieser mit dem, sieht auch gewaltig aus, so oder? Jurassic Park. Weißt du, was ich meine? Das ist und mein Spot sieht ganz anders aus, ne? Ja. Wo du denkst, guck mal da. Ja, einziger Sandstrand und so, aber ich wäre mit jedem Spot frei gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre mit jedem einverstanden gewesen. Ja, wirklich, das Einzige so ein bisschen ist halt bei Sascha, weil der konnte sich nicht viel bewegen und ich mag mich bewegen. Deswegen war ich froh, dass ich links, rechts viel laufen konnte. Und bei Sascha hat ja nicht viel zu laufen gehabt. Bei mir auch nicht. Ja, mit Machete wieder. Er hat so eine Schneise, einfach Norden anpeilen. Ja, aber das ist so dicht, dass man da... Ich habe ein Buttermesser. Ja, da stimmt ein Buttermesser. Damit ich mich nicht verletze. Martins Buttermesser. Aber was ein gutes Messer ist. Das muss man sagen. Wirklich ein sehr gutes Messer. Ja, ja. Ah, Mann, das war einfach... Also ich weiß nicht, wirklich, Sascha Spot hätte ich nicht... Also der hat da keinen Flair. Dein Spot? Bei mir war es geil, weil du hattest Mangroven und dann, weißt du, Mangroven und ja, Dschungel und dann Steinwüste und so. Das bei Fritz?
Ich fand Fritz und meinen recht ähnlich. Ja, alle sagen mir, ja, der hat aber. Ich habe X-Palmen gehabt. Ich hab gesagt, komm, er hat so eine Wasserzunge, so reines Land, ich genauso. Genauso. Wir konnten beide ordentlich laufen, wir hatten beide Mangroven. Jo, bei mir hatte ich ein paar Kokosnüsse mehr. Also er hatte halt nur eine hohe Palme. Ja. Na? Das ist der einzige, finde ich sonst einzige Unterschied. Aber sonst konnten er und ich uns freier bewegen. Und ich mag bewegen. Ich muss mich erkunden. Ich finde meinen Sport so toll, weil ich wirklich Robinson Crusoe-Feelings hatte. Ja, glaube ich. Weil auch gestrandet. Ich bin wirklich gestrandet. Am Ende meiner Kräfte. Aber ich hatte wirklich diese Feelings, die ich immer mal haben wollte. Also ich fand's mega. Wie gesagt, die Szene, die wir jetzt gesehen haben, die beste Szene, wenn man einer fragt, ist bis jetzt, du sitzend da, die Kippe am Rauchen. Man sieht die echte Freude bei dir an, weil Feuer gemacht, gefühlt hab. Hängematte und, aber, und Wasser und so. Ey, Mann, ich komm hier klar. Weißt du, was das ist? Oder? Für, das war dein Gefühl. Ja, du weißt doch genau, wenn du da landest, jetzt diese Aufgaben gibt es heute zu tun. Genau. Und dann bist du ehrlich, die kurz vor Sonnenuntergang, die Kippe und das Feuer ging an. Du stellst dir ja auch so vor, ja, und dann klappt das irgendwie. Darf so. Ich kurz stören? Nein. Ja, oder? Das waren einfach schöne, schöne Momente. Es hat einfach Spaß gemacht. Und dieses eine Bild, wo du von hinten, was du da aufgenommen hast in der GoPro, das musst du dir eigentlich als Riesenbild irgendwo machen. Allein am Samstag. Ey, wirklich, Schatz, dieses Bild, wo ich so nackig da sitze, ja, als hochauflösendes Bild, ja, ist geil. Überm Schlafzimmer, überm Bett. Und nee, das hat doch was, oder findest du es nicht? Ich find's voll geil. Und, weil das verbindest du auch mit einem Abenteuer. Voll geil. So, jetzt Adam. Also ich wollte nur sagen, dass der Mozart seit 15 Minuten da steht und wartet, dass er seine Show machen kann. Ach du Scheiße. Da sag doch was! Ja, kann auch sagen!